Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Übrigens, dass wir hier Intro überspringen, was ich hier immer mache, geht bei American Truck Simulator auch nicht. Aber ich habe schon einen Weg gefunden, muss ich einfach nur im, also ich habe es so gemacht, dass ich mir einfach aus der Ordnerstruktur die Intro-Videos rausgesucht habe und die mit Videos ersetzt habe, die genau eine Frame lang sind. Also ich habe einfach mal selbst gerade mit, also einfach mit FFmpeg halt ein Video erstellt mit einer Frame, was also genau eine sechzigstel Sekunde geht, weil das Video ist auch halt auf 60 FPS eingestellt. Okay, here we go. Und hab das denn. Aua, 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 aua. Halt eingestellt als, also mit dem Video die anderen Intro-Videos quasi ersetzt. Müssen wir jetzt nach links? Nee, ja doch, genau, wir müssen nach links. Haben wir schon Frachtschaden? Nö, zum Glück. Gut, ich meine bei Paar, was auch immer wir transportieren. Propan. Naja, da ist Frachtschein eher so entweder oder. So, entweder ist es alles da oder hinter uns gefriert die Hölle. Heilige Scheiße. Macht das Spaß. So, erstmal schön Partymusiker machen. Hoffentlich diesmal wieder ein bisschen normalere Musik. Ja, das ist normal. Können wir bei dem Auflieger die vordere Achse hoch machen? Ankuppler wiegt zu schwer? Was? Bei 25 Tonnen? Verstehe ich nicht. So schwer ist der jetzt wirklich nicht. 25 Tonnen sage ich schon. Mit 13 Tonnen oder so. Ach, eigentlich doch 25 Tonnen. Ah, never mind. Okay, gut, dann kannst du doch schon sein. Dann habe ich nichts gesagt. Ich dachte, das waren 25.000 Pfund. Aber nee. Dem ist nicht so. So ungewohnt ist, Daumen Navi zu haben, ey. Hat der LKW, der federt so schön leicht, Alter. Hui. Nice. Sehr geil. Schon süßer kleiner LKW. Na gut. Sieht man nicht allzu viel. Wie es aussieht, hört der Regen gerade auf, kann das sein? Es sieht sehr hell aus draußen. Siehst du, irgendwie geht es in dem Spiel überhaupt keinen Regenbogen, ne? Ich habe noch nie einen Regenbogen gesehen. Und ich sag mal so, ein Regenbogen, das wäre mir schon aufgefallen. Ha? Also Sonne ist schon da. Jetzt muss nur noch die Regenwolke irgendwie mal einen Abgang machen. Wobei da vorne ist schon wieder Schatten. Oh, Schatten. Verdammt.
Aber ich bin. Haben wir ein Sechsganggetriebe? What the fuck, dude? Was ist denn da los? Wie konnte das denn geschehen? Alle vor uns sind schon wieder Elefanten drin hier, ey. Kacke. Digga, wie kann man denn so einem LKW ein Sechsganggetriebe verpassen? Das ist doch nicht mehr normal. Also, sowas macht man doch nicht. Kein Wunder, dass er nicht aus den Puschen kommt. Normalerweise hat so ein Truck ein 8-Gang-Getriebe. Selbst 12-Gang ist unüblich bei so einem. Nee, nee. Wieder so ein schönes Bild bei mir. Als das im Hintergrund. Gefreut mir. Wenn ich dran denke, zeige ich es euch, aber bis zum Ende der Folge sind noch 20 Minuten. Bis dahin habe ich es locker vergessen, also komplett. Dieser rote Taster da oben. Hm. Ja, suspekt. Rote Lichter geben immer ein ungutes Gefühl. Aber es wird immer heller und heller und heller und es hört einfach nicht auf zu regnen. Was ist denn hier los am Anakolm? Oh Junge, apropos Regen und so. Digga, komm, erreicht mir wieder 80 mph, ist es hier wieder 3 Bilder pro Sekunde. Und wie scheint 80 fps so eine ganz magische Grenze zu sein? I don't know.
Ich glaube, der Ring hört gar nicht mehr auf irgendwie. An dem Himmel sind schon lange keine Regenwolken mehr, so. Sonne ist her. Oh. Gut. Kaum rede ich darüber, ist der Ring vorbei. Ja, moin. Oh, ein Zug, ein Zug, ein Zug! Oh. Ah, keine Chance. Zu weit weg. Da ist ja Stein aus dem Boden gestampft worden. Okay. Ein sehr dynamischer Stein, er verändert seine Form, während wir dran vorbeifahren. Klingt nicht sehr gesund. Sehr geil. Oh, aber der LKW macht es schon echt ganz schön gut, ne? Er hat schon Er hat schon Leistung auf dem Kasten, der Gute. Also. Der zieht die 25 Tonnen echt gekonnt. Anders als die Fahrzeuge hier. Wird der Lügsten so hart beleidigen, dass es gegen Völkerrecht verstößt. Obwohl es NPCs sind. Kannst du auf YouTube nicht bringen. Diese ganze neue Werbung hier ist übrigens echt abwechslungsreich, ne? Also, hier ist schon wieder nächste. Früher war der nicht so, nicht so abwechslungsreich, oder? Bin ich ja echt mal gespannt, ob sie dann auch bald echte Marken bringen. Wobei ich da schon wieder Leute aufschreien höre, SCS-Software wird zur Werbeplattform. Finde ich gar nicht okay. Ich sehe meine persönlichen Daten gefährdet. Ich werde bestimmt im Spiel getrackt, wo ich langfahre. Aber ganz ehrlich, ich find's geil. Weil ist ja die gleiche Debatte, ne, wenn man sagt so, echte Marken in LKW spielen, ja, nein. Ja, da sagen ja auch manche, ja, wenn du denn die ganze Zeit Volvo fährst, dann ist ja auch irgendwie Werbung für Volvo oder, ne, da könnte man auch wieder an Schelm denken, wenn man bei diesen Schnellfahrangeboten rein zufällig sehr häufig ein Volvo vorgeschlagen bekommt als LKW. Wurde SCS-Software zwar dafür bezahlt, dass sie ganz häufig Volvo-LKWs vorschlagen? Oder, Volvo und Scania sind die leistungsstärksten LKWs im Spiel. Woher kommt das? Dann nimmt man ja meistens automatisch die bei Schwerlasttransporten. Aha.
Aber ganz ehrlich, ich meine, wenn es halt im Echten auch so ist, ha, im Echten hast du halt Volvo-LKWs, Mercedes-LKWs, MAN-LKWs und du hast halt Werbung von Coca-Cola oder von Nestle. Ja, warum, wenn du ein Spiel spielst, was ein Simulator ist, also versucht Realität nachzustellen, warum sollte dann nicht auch echte Werbung haben dürfen? Also, pff. Also laut meiner Sicht, wenn hier wirklich echte Werbung im Spiel drinne wäre und die halt jetzt nicht hier im Spiel im Vordergrund steht, dass du jetzt hier im Spiel Werbeeinblendungen bekommst oder sowas, sondern wirklich halt so wie im Echten einfach nur Werbetafeln sind, die halt überall rumstehen, halt an Orten, wo sie auch im Echten rumstehen würden. Warum nicht? Macht das Spiel realistischer. Wäre ich voll dabei. Und wenn SCS-Software damit sogar noch ein bisschen Geld in den Beifall dient, bitte. Junge, die haben jeden Cent verdient. Also. Mann, geht's schon wieder bergauf. Oh, da geht's wieder bergab. Das sieht mir wie Gefälle aus. Uiuiuiui. Hoffentlich ist die One-Way frei. Das One-Way, der One-Way, der One-Way. Eben, die wäre, wenn man sagt, die One-Way-Rampe, dann wird die. Der One-Way, die One-Way-Rampe. Was für eine Schlange. Okay, so gut aus jetzt, ja. Oh, wir nehmen Speed auf. Leute. Speed. Unsere Tachonadel ist am Ende. Holla, die Waldfee. Dass ich das noch erleben darf. Noch 30 Meilen. Oh, da haben wir den Auftrag quasi komplett in der Folge geschafft. Plus die bisschen Anfahrt in der letzten Folge. Da haben wir aber nicht wirklich viel gemacht. Wow. Das war gerade ganz schön. Hui, hui, hui. Der hätte gerade auch im Graben enden können. Der Stunt, das Malheur. Noch 17 Meilen. Nee, bloß nicht, die wirken uns komplett raus. Dann war's das. Dann merken sie, dass der LKW gar nicht mehr als eine Tonne tragen darf. Och Leute, ernsthaft jetzt hier. Och Leute, ernsthaft jetzt hier. Warum fahren die so langsam, Alter? Ich muss hier runter, Alter. Muss die Straße frei sein. Damit ich von A nach B komme. Oh, fahr doch mal, Junge. Das kannst du dir denn nicht mit angucken hier. Wo ist sie nicht? Ach, da. Hier? Ich soll hier auf dem Junge, diese Streiche halt normalerweise, dass die Parkung verboten ist. Ach so, ja klar, eben, weil da die Tankdeckel sind, die wir jetzt auffüllen sollen. Aber wir sind falsch rum, oder? Ja, wir sind falsch rum. Ach, leck mich doch. Alter, was? Alter. Was ist hier los, aber nach Köln? Oh, hier schön eine Schlaufe machen. So.
Perfekt, da kann man da gar nicht reinkommen. Wow. Das war ja eine exquisite Einpackungsmanöverung. So, 100... Ne, reicht noch nicht. Für was eigentlich? Achso, Garage kaufen. Schneller Frachttrag. So, was gibt's denn noch? Boomlift, Dynamit. Warum braucht er schon wieder so langsam... Oh, wird der... Ne, nicht schon wieder der gleiche. Boom, Ethan. Gibt's immer wieder andere LKWs? Hallo? Wie wär's mal mit sowas hier zum Beispiel. Propan. Na gut, wir müssen auch Aufträge suchen, die nicht so teuer sind. Also, andersrum. Wo wir nicht so viel Geld verdienen. Sowas hier. Wäre vielleicht Schwerlasttransport. Dauert aber wieder sehr lange, ne? Weil wir da nicht so schnell vorankommen. Was haben wir denn noch so? Sieht alles so lukrativ aus. Was ist denn das hier? Oh, nee. Das ist schon zu lang. Ah, verdammt. Irgendwie ist der alte LKW, hat immer die gleiche Lackierung, kann das sein? Hatte der nicht auch mal verschiedene Lackierungen gehabt? Oder nicht? Oder verwechselt das gerade? Oder bildet es mir nur ein? Oder aus? Also wir gehen mal kurz nach Streckenlänge. Was haben wir denn hier? Eine ganz kurze Strecke. Oh, mit einem Volvo. Lüftungsschacht. Oh. Wieder der klassische. Guck mal. Guter International. Wobei die Strecken wirklich schon relativ kurz sind. Jetzt ja 150 Meilen gerade mal. Wir gehen mal ein bisschen weiter hier. So, gucken wir mal hier, was hier so ist. 250 Meilen klingt schon besser. Was haben sie hier so? International. Ne, ist ein Peterbilt. So ein Daycap. Könnte man hier nicht irgendwie... Ich mach mal... Das hier. So. Zerbrechlich. Limonade. Meilen. Das geht aber sehr schnell sehr hoch. Dann noch lieber das hier, Limonade. 250 Meilen. Klingt machbar. Wieder der Sattelzug hier mit mehreren Aufliegern. Auch schon lange nicht mehr gehabt. Nice. So muss das sein. So, dann würde ich mal sagen, soll es das für die Folge auch gewesen sein. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Achso, siehst du? Hätte ich beinahe doch vergessen. Siehst du? Wollte auch noch das Bild zeigen. Nein. Tada. Ja gut. Okay. Von daher. Bis dann.